Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Assassin's Creed Syndicate, weiter mit meiner Wichtigkeit Glabur. So, wir müssen mal gucken, ob wir neue Skillpunkte haben, dass wir vielleicht mal auf Level 6 kommen würden. Wir haben nämlich noch zwei über. Was ist das denn hier? Blub. Zack, zack. Der kostet 4. Der kostet auch 4. Was ist das hier? Das, so langsam muss ich ganz ehrlich sagen, das mit dem Kidnappen geht mir ja so ein bisschen auf den Sack. Wir müssen das aber machen. Also bin ich der Meinung, wir nehmen wirklich das. Weil dadurch werden wir ja, wird das ja besser. Und dann mal sehen. Was ich jetzt wieder ein bisschen blöd finde. Was stand da gerade? 577, scheiße. Sieht man natürlich jetzt nicht mehr. Würde die kosten. Würde, bringt uns aber absolut gar nichts mehr. Ich möchte bei ihm auf jeden Fall hier mit der Waffe bleiben. Da brauchen wir Level 6 für. Die haben wir ja schon hergestellt. Muss man jetzt ja auch mal sagen. Ja. Dann lassen wir das jetzt erstmal und warten. Da noch etwas. Da haben wir jetzt auch wieder eine neue bekommen. Ein Revolver so langsam. Ich bin schon echt am über... Welches Level steht denn da? So. Da haben wir die gute auch noch geupdatet. Jetzt hat er auf jeden Fall noch eine neue Waffe. Sehr schön. So. Ach scheiße, jetzt haben wir auch Vergiftung genommen. Ich wollte eigentlich mal schießen. Okay, ich hätte gerne mal geschossen. Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal zum Händler, würde ich sagen. Nach da oben hin haben wir auf jeden Fall genug Händler. Nehmen wir dann einfach diesen hier. Und dann werden wir mal versuchen, die Aufgabe für Level 6 zu machen. Ob wir es schaffen, weiß ich nicht. Aber wir haben hier unten alles erledigt, also sollte es ja eigentlich möglich sein. Wahrscheinlich sind wir kurz davor, Level 6 zu werden. Und daher machen wir das mal. Das schafft er doch. Sag ich doch. Und dann sollten wir den vielleicht besiegen, den nächsten Boss. Würde mich auf jeden Fall ziemlich freuen. Wenn wir den nächsten Boss wirklich schaffen würden. Das hat er gar nicht angezeigt, aber gut. So. Dann gehen wir hier mal weiter. Da ist noch so ein Pisser. Dass die immer noch in diesem Gebiet rumlaufen, verstehe ich nicht. Ich sehe mich gerne um. So. Alles voll. Ich weiß. Und jetzt werden wir uns um den da kümmern. So. Ja, mein XP-Balken ist aber auch gerade erst unten so, dass wir gerade Level 5 sind eigentlich. Sehe ich nämlich gerade. Man kann das ja unten rechts sehen. Ich blöd, mein Pegasus. Ihr habt hier in diesem Gebiet nichts mehr zu suchen. So. Wollen wir uns mal um das Hauptproblem hier kümmern. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Beim letzten Mal habe ich es ja auch gut hinbekommen. Mit ein bisschen Überlegung, wie man vorgeht. Ist doch alles gut, Kinder. Wir gehen einfach so rein. Die Blighters wollen um die Herrschaft in diesem Bezirk kämpfen. Geben wir ihnen, was sie wollen. Okay, play. Ich werde es probieren. Ich hoffe, dass es klappt. Aber eigentlich, mein Gott, ob Level 5 oder Level 6. Weiß ich nicht, ob das so ein großer Unterschied ist hier bei Assassin's Creed Syndicate. Werden wir uns mal abwarten. Miss Plum steht nicht mehr an der Spitze der Blighters von Southwark und diese müssen ohne Anführer in den Kampf. Es sieht gut aus für die Rooks. Wir müssen ohne Anführer in den Kampf.
Okay. Dieser Borrow gehört nun uns. Ihr lasst mir keine Wahl. Na gut. Zeig dich. Ja, weil wir den... Aua, 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 mein Freund. Aua. Ladies and Gentlemen, wir sind Jacob und Evie Fry. Und von diesem Moment an arbeitet ihr alle für uns. Okay. Das war diesmal ziemlich einfach. Weil wir den Anführer nämlich schon getötet hatten. Ja, muss man aber auch erstmal drauf kommen, dass das wirklich so einfach in dem Sinne ist. Was ist das jetzt hier für eine Aufgabe? Ich verstehe nicht. Wir sind jetzt da. Was kann ich jetzt hier noch machen? Die ist doch schon tot. Wir haben doch, schlau wie wir sind, die getötet. Naja, gehen wir jetzt mal dahin, Fastreise. Yes. Keine Ahnung, was wir jetzt da sollen. Ich gehe da jetzt mal hin. Die haben wir ja letztes Mal ziemlich leicht down bekommen, die Anführerin. Weil die ja weggelaufen ist und ich hinterher Entschuldigung und dann down gemacht habe. Wenn man echt viel aufnimmt, dann macht meine Stimme das zurzeit nicht mehr mit. Für mich. Wo ist denn der Brief? Ich weiß nicht, wo der Brief sein soll. Oder ist er bei ihr? Naja, das können wir gleich auch noch machen. Ah, Jacob. Hallo. Hi. Okay, also da müssen wir ein paar Sachen rein. Ich recherchiere für mein Leben gern. Oh, Entschuldigung, was ist denn heute bei mir los, ey? Erst die Stimme versagt hier ständig und jetzt habe ich hier Probleme mit meinem Niesen oder was? Wie viele Leute hier drinnen sitzen auf einmal? Okay, was können wir hier machen? Achso, ganz normales Gear, bla, Sülz, okay. Was haben wir noch? Ich bin heute Morgen ein wenig durch den Wind. Achso. Hier können wir auch komplett gleich Materialien füllen. Okay. Okay. Wo ist die hier? Oh mein Gott, ey, was ist denn hier heute los bei mir? Okay. Also das Gebiet wäre Level 6. Was sind das hier für Aufgaben noch? Ich verstehe diese Aufgaben nicht. Das ist Level 4. Können wir hier keine Schnellreise irgendwo hin machen? Ich will jetzt gucken, was das ist, Leute. Das ist die einzigste Schnellreisepunkt, den wir da haben, ne? Ja. Ich werde jetzt mal da einen Fast-Trip hin machen. Und dann gehen wir mal zu der mit Level 4. Und gucken uns das mal an, was das jetzt ist. Weil die haben wir überall in den Regionen bekommen, wo wir die Anführer eigentlich getötet haben. Kann ich die jetzt nochmal machen oder was ist das? Also, müssen wir mal gucken. Eieiei, ich bin müde heute, das ist ja widerlich. Und ihr wisst selber, normalerweise bin ich nicht so der Mensch. Da will ich jetzt hin, ich will erst die machen, nicht, dass ich mir hier nachher... Das ist so geil, ne? Schuss in den Ofen gibt. So, wir brauchen eine Kutsche.
Was macht ihr hier in meinem Gebiet? Wieso kann ich den nicht angreifen? Achso, geht doch. Oh, das wird dir noch leid tun. Was wird mir noch leid tun? Ich werde dir die Knochen brechen. So, seid ihr jetzt fertig? Was ist das denn da? Ach, so ein Schrank, wo ich mich verstecken kann. Okay. Gut, ich werde mir mal die Kutsche hier vorne holen. Und dann werden wir uns jetzt da mal hin auf den Weg machen. Weil da müssten wir die nämlich auch dann noch abarbeiten. Vielleicht fehlt mir deswegen diese Levels. Das, weil ich die nicht gemacht habe, aber ich auch nicht wusste, was das ist. Okay. Gehen wir mal gucken. Warum langsamer? Hier stehen keine Schilder. Hier ist ein gutes Pferdchen. Du bist das. Ja. Auf geht's. Ach, das war hier der Professor. Ach. Wie Schwachkopf. Mr. Professor. Den haben wir ja das Leben mal gerettet, wo er sich versteckt hat. Sie wirken sehr müde. Alles ja? In Ordnung? Den Gottlosen keinen Frieden, Charlie. Die heutige Ermittlung des Ghost Clubs dreht sich um eine Kutsche. Man sagt, sie sei mit Blattgold bedeckt, sodass sie Passanten im Sonnenlicht blendet. Selbstredend soll sie außerdem verflucht sein. Versuchen wir doch, sie aufzuspüren. Vermutlich wurde damit früher die Post transportiert. Die sieht wirklich bemerkenswert komfortabel aus. Jetzt haben wir erstmal geratzt. Okay, hier haben wir nochmal Sachen. Was zum Teufel? Okay, close. So ist recht. Wir müssen ihn in 2 Minuten verfolgen. Sachte. Ja, mal probieren. Weiß Mädchen. Ey, was fast die Kutsche umgekippt. Nein, die Feuerwehr! Alles gut. Eieieiei, das war aber gerade knapp. Eieieiei. Braves Mädchen. Ich soll die Karre kidnappen. Ich bin so dämlich da oben. Da oben steht sie da. Ich hab, was ich gesagt habe, ich hab da nicht hingeguckt. Scheiße. Sie können mich entführen, aber besitzen werden sie mich nicht. Nein, ich wollte doch springen. Hätte ich es fast noch geschafft. Ah, so eine Scheiße. So.
dann wieder zu der Location dahin und dann müssten wir das nochmal machen. Aber ich sage damit jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Einschalten hier bei Assassin's Creed Syndicate. Gerade sorry für diese, für diesen Loose, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Oben links stand es mal wieder, ja, wieder nicht hingeguckt, nicht blöd, Mann. Ja, es ist halt, ich glaube, ich habe einen zu großen Monitor, dass ich da auch nicht hingucke. Ja, ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und ja, verzeiht mir den kleinen Fehler. Bis nächstes Mal, tschüss.